Herzlich willkommen zu unserem siebten Teil unter dem Motto Saft und kraftlos und keiner weiß warum. In der letzten Woche habe ich Ihnen erklärt, wie ein bioenergetischer Gesundheitsindex funktioniert. Und wir haben erkannt, dass es dort eine erhebliche Einschränkung der maximalen Energiereserve und der Leistungssteigerung als Atemreserve gibt. Und die Frage stellt sich natürlich, warum ist das so? Und daher schaue ich mir selbstverständlich auch die dazugehörigen Mikronährstoffe der Mitochondrien an und möchte dazu einige heute exemplarisch mal diskutieren. Immer dann, wenn etwas mit den Nerven des Kopfes los ist, wenn das zentrale Nervensystem betroffen ist, dann denke ich natürlich daran, dass möglicherweise eine erhöhte Ido-Aktivität besteht, was so viel bedeutet, wie das aus dem Tryptophan nicht das Serotonin als Neurotransmitter gebildet wird, sondern stattdessen das Kynurenin. Und aus dem Kynurenin kann der Körper Vitamin B3 oder eben auch Quinolinsäure und Kynureninsäure bauen. Und in diesem Fall war es so, dass die Ido-Aktivität deutlich erhöht ist zum Messzeitpunkt. Und erfreulicherweise zum Messzeitpunkt, da ging es dem Patienten ja auch gut, ist die KMO-Aktivität noch in der Norm, nämlich mit 1,5. Trotzdem sehen wir hier, dass der Wert der Quinolinsäure dem der Kynureninsäure vorauseilt. Und das Problematische an der Quinolinsäure ist, dass aus dem Kynurenin im Gehirn eben nur Quinolinsäure gebaut werden kann. Und die Quinolinsäure ist neurotoxisch. Und die macht die Mitochondrien der Nervenzellen kaputt. Die Kynureninsäure, die im Rest des Körpers aus dem Kynurenin gebaut werden kann, hat einen schützenden Effekt bis zu einer gewissen Menge. Wenn man zu viel davon hat, kann man auch Schizophrenie entwickeln. Daher sollte man gucken, dass man die Bereitstellung des Kynurenins grundsätzlich so gering wie möglich hält. Und das bedeutet, dass man sich das Immunsystem angucken muss. Und da ist alles, was eine TH1-Stimulation macht, also quasi Autoimmunerkrankungen stimuliert oder mit der Abwehr von Viren, Pilzen, intrazellulären Erregern und Tumorzellen zu tun hat, eine Immunreaktion, die die Ido-Aktivität steigert. Man kann das mit natürlichen Substanzen senken. Dazu gehört sowas wie Berberin, Kurkumin, Resveratrol. Aber nicht jeder reagiert gleich gut darauf. Das, was für viele gut ist, muss nicht für jeden gut sein. Daher bestimme ich immer den basophilen Degranulationstest. Bei der Degranulation wird Histamin freigesetzt. Das ist dann eine pseudoallergische Reaktion. Und ich gucke mir den TNF-alpha-Hemmtest an, um zu gucken, wie stark denn wirklich die entzündungshemmende Wirkung am TNF-alpha ist. Und das, worauf der Patient besonders gut reagiert, das kriegt er dann. Und darüber kriegen wir eigentlich eine ganz gute Senkung dieser Ido-Aktivität hin. Solange so eine erhöhte Ido-Aktivität besteht, darf so ein Patient natürlich kein Tryptophan bekommen. Denn dann würde ich Öl ins Feuer gießen. Wo wir uns jetzt darüber gekümmert haben, was mit der Ido-Aktivität ist, müssen wir uns natürlich auch die Aminosäure Tryptophan anschauen, aus der ja das Serotonin gebildet wird. Und das Tryptophan ist erstaunlicherweise in der Norm, während das Serotonin tatsächlich im Mangel ist, weil eben das Tryptophan nicht wie gewünscht umgewandelt wird in Serotonin und demzufolge natürlich auch weniger Melatonin besteht, also weniger Antioxidation. Und wir gucken uns bei den Neurotransmittern natürlich auch Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin an. Das sind ja die eigentlichen Stresshormone, wobei Dopamin und Noradrenalin ja durchaus auch noch zu den Belohnungshormonen gehören. Und erkennen, dass die deutliche Mangel sind, während das Adrenalin für den Stress so ganz knapp bei der untersten Norm liegt. Die Ausgangssubstanz dafür, nämlich das Phenylalanin und das Tyrosin, liegen ebenfalls in der Norm. Und da stellt sich die Frage, warum macht der Körper denn daraus keine Neurotransmitter? Selbst das Vitamin B3, was ja ein Mangel sein könnte, ist relativ gut aufgestellt. Und auch das Molybden, was ein Kofaktor wäre, ist gar nicht so schlecht aufgestellt. Da fällt der Blick auf das Vitamin C. Vitamin C liegt bei 3,1, der Vorwert war bei 7,4. Das heißt, hier gibt es offensichtlich eine deutliche Schwankungsbreite und einen erheblichen Mehrbedarf an Vitamin C. Und gerade bei der Bildung der Neurotransmitter und der Nervenfunktion ist Vitamin C immanent wichtig. Das ist einer der häufigsten Schwachpunkte, den ich in diesen Bereichen sehe. Weitere Blicke gelten dem Coenzym Q10, das ist hier nicht das Problem. Dem Carnitin für Schritt-3-Nahrungskette, das ist hier nicht das Problem. Aber wir sehen, dass zum Beispiel
Chrom eindeutig einen Mangel hat, nämlich unter der Nachweisgrenze liegt. Und Chrom ist wichtig für die Regulation des Cholesterins, des Zuckerhaushaltes und natürlich auch für die Aufnahme der Aminosäure und deren Einbau in die Enzyme, also letztendlich für die Regeneration der unter oxidativem Stress verbrauchten Enzyme. Und ein weiterer Blick gilt den toxischen Metallen und wir sehen, Arsen ist mehr als doppelt über die Norm erhöht und auch Blei ist im eher oberen Normbereich. Und wenn wir uns auf die ungünstigen Wirkungen von Arsen mal stürzen, dann wissen wir, dass es das Ablesen der Erbinformation unterbindet und damit letztendlich die Mitochondrienfunktion ausbremst. Wenn also diese Dinge, oxidativer Stress, wir sehen, die antioxidative Kapazität war bei 282, ist durch die Maßnahmen schon bei 355, war bei 761, ist schon bei 155 und auch die Zellkernschäden liegen in der Norm. Das heißt, zum Messzeitpunkt ging es diesem Patienten relativ gut. Viele Maßnahmen, die nützlich für ihn sind, sind bereits eingetreten. Trotzdem kann das System jederzeit dekompensieren, wenn durch irgendeinen TH1-gewichteten proentzündlichen Prozess die IDO-Aktivität steigt, die KMO-Aktivität mitsteigt, die Blut-Hirn-Schranke sich öffnet, die Nervenzellen, die Mitochondrien beschädigt werden und dann diese sehr, sehr geringe Reserveatmungskapazität, wie wir es gesehen haben im bioenergetischen Gesundheitsindex, eben nicht mehr ausreicht. Sie sehen, das Ganze zahnt, es passt zusammen, man kann es also auch in einer anderen Ebene sehen und darstellen. Es ist ein rundes Konzept und es ist reproduzierbar. Nichtsdestotrotz, es gibt noch andere Zuhörer, die was anderes hören wollen als Mitochondrienmedizin und das nächste Mal gibt es mal ein anderes Thema. Bis nächste Woche, Ihr Dr. Richard.